Ja, hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Heute mit einem Thema, was mich echt sehr berührt hat. Ein Arbeitskollege hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich dachte eigentlich gar nicht, dass das so schlimm ist. Also ich habe mir zwar schon Gedanken darüber gemacht, aber nicht, dass es solche Ausmaße hat. Und ich habe in seinem Gesicht gelesen, der war echt entsetzt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und ich habe dasselbe erfahren. Ich bin ebenfalls total entsetzt. Und deshalb auch der Text: Es reicht jetzt. Wir sollen auf die Erde aufpassen und nicht zerstören. Jeder muss handeln. Und zwar jetzt. Auf diesen grünen Markierungen, da seht ihr, wie Plastikmüllstrudel bei uns auf den Weltmeeren verteilt sind. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass die so gigantisch groß sind. Und das sind nur die Sachen, die wirklich oben schwimmen. Ja, der schwerere Teil ist schon längst unten angekommen und verrottet nach und nach auch unsere Meeresböden. Aber alles, was dazwischen ist, wird ja verseucht. Und deshalb jetzt das Video, um einfach mal darauf aufmerksam zu machen. Das haben schon viele gemacht, aber ich möchte auch meinen Beitrag einfach dazu leisten. Ja, ungefähr so sieht es aus. Die Quellenangaben, wie immer, findet ihr in der Videobeschreibung. Und der größte Strudel soll halt zwischen Hawaii und Kalifornien liegen, also Nordamerika. Und dann habe ich mich mal auf die Suche begeben und habe so einfach mal versucht, diese Strudel zu finden. Der nordpazifische Müllstrudel, The Great Pacific Garbage Patch, im nordpazifischen Strömungskreis ist der bekannteste, weil größte Müllstrudel in unseren Meeren. Er wird auf eine Größe von 700.000 bis als 15 Millionen Quadratkilometer geschätzt. Da finde ich schon erstaunlich, was heißt hier geschätzt? Können die das nicht rausfinden, wie groß der genau ist, ja? Es wird gesagt, er wird viermal so groß wie Deutschland sein, was ja eine enorme Menge ist, ja. Und dann gibt es so einen großen Schätzungswert. Beschäftigen Sie die sich nicht damit, ja? Unter Umständen ist also allein dieser eine Müllstrudel größer als Europa. Pro Quadratmeter soll mindestens ein Plastikteil in diesem Meerstrudel treiben. Besonders die Insel Hawaii ist von diesem Müllstrudel betroffen. Indischer Müllstrudel. Der Müllstrudel ist im südindischen Strömungskreis. Keine Angabe. Südpazifischer Müllstrudel. Das ist der Müllstrudel im südpazifischen Strömungskreis. Ja. Forscht da keiner nach oder was? Die geben Milliarden von Dollars aus für Militär und Spionage. Und da fliegt nicht mal ein Flugzeug drüber oder ein Satellit oder ein Schiff. Und nimmt das genau auf? Nordatlantischer Müllstrudel. Dieser Müllstrudel bündelt den Plastikmüll im nordatlantischen Strömungskreis. Hier treiben etwa 0,2 Plastikteilchen auf jedem Quadratmeter. Dann habe ich mal geguckt, dann soll es noch einen Müllstrudel geben. Der wird vermutet. Ja, vermutet. Ja, wollen die mir echt sagen, da ist niemals ein Schiff durchgefahren, ein Flugzeug drüber geflogen oder unsere Satelliten, ja, dass die das messen. Die messen jeden Quadratmillimeter per Satellit ab, aber den Müllstrudel nehmen die nicht auf, oder wie? Also, unglaublich. Südatlantischer Müllstrudel. Der Müllstrudel im südatlantischen Strömungskreis ist ebenfalls riesig. Was sind denn das für Aussagen? Also, ey, da könnte ich weinen. Da könnte ich echt weinen, dass sich darum wirklich nicht ernsthaft eine Regierung kümmert. Ist echt traurig, echt traurig. Naja, da bin ich auf Google Earth gegangen und war mal auf der Suche nach den Plätzen, wo die halt sein sollen, ja. Und ich sag mal so, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wenn da viermal so groß wie Deutschland ist, dann hätte man das sehen müssen auf Google Earth. Man sieht gar nichts. Das Einzige, was man sieht, 2018, Google Earth, ja, das haben sie reingebaut. Ich weiß zwar, dass die hier und da was vertuschen und so, ja, verstehe ich ja auch, ja.
Es gibt ja immer noch die nationale Sicherheit, ja, verstehe ich, okay. Aber nicht ein einziger Müllstrudel wird auf Google Earth gezeigt. Entschuldigung, ich habe die alle abgesucht, das ist jetzt so der Schnellverfahren, ich bin da auch schon näher reingegangen und so. Falls einer in Google Earth Profi ist und er kann sie entdecken, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, aber ich habe nicht einen einzigen davon entdeckt. Und das bedeutet einfach, dass Google Earth sie wegretuschiert. Und ich finde das traurig. Sie präsentieren uns hier eine heile, runde, Anführungszeichen, Welt, ja. Und diese gigantischen Müllstrudel werden einfach weggelassen. Einfach wegretuschiert. Und wer ja fast, wenn viermal so groß wie Deutschland, kleine Kontinente verschwinden lassen kann, ja, wie viel Vertrauen muss ich da denn noch haben? Wie viel Vertrauen sollte ich denn noch haben, ja? Das ist unglaublich einfach. Und wie gesagt, ich dachte immer, ja klar, Umweltverschmutzung und so. Und ich wusste schon, es sieht übel aus, aber ich habe mir nicht gedacht, dass es so übel aussieht, ja, dass selbst Google Earth diese gigantischen Inseln, die überall herumschwimmen, ja, habe ich ein bisschen verschwupst, aber einfach wegretuschieren, damit uns halt diese heile Welt gezeigt wird und das ist sie einfach nicht. Es ist einfach keine heile Welt mehr. Echt, das ist so übel. Ja, hier mal ein kleines Beispiel vom Strand. Das sieht ja noch recht harmlos aus, aber da sieht es schon ganz anders aus, ja. Und wenn alle Militärausgaben 10% für Umwelt ausgeben würden, wäre das Problem gelöst. Ja, die können mir nicht erzählen, dass sie es technisch nicht schaffen, dieses Plastikding unter Kontrolle zu kriegen. Ja, das hätten die schon längst machen können, aber tun sie nicht, weil man natürlich viel mehr Geld verdient, wenn man es einfach in Plastiktüten verpackt und so weiter. Ja, sie tun es nicht. Und dann eigentlich das Allerwichtigste. So sollte es aussehen und so sollten wir es hinterlassen. Wenn wir doch nur an unsere Kinder denken, ne? Wo sollen die denn noch spielen? Sollen die an so einem verseuchten Strand spielen, ja? Und überall mit Müll belagert werden, Plastikmüll etc. Und wer produziert den? Es sind natürlich wir. Aber wir sind es ja auch, die den Konzernen die Verpackung vorgeben. Und dagegen müssen wir uns einfach wehren. Wir müssen einfach sagen, nein. Kein Plastikmüll mehr. Nichts mehr kaufen, was in Plastik verarbeitet worden ist. Nur dann können die reagieren. Wenn die ihre Umsätze zurückfließen sehen, vorher reagieren die kein Stück. Warum auch? Es läuft ja. Ja. Dann die Wale sterben, ja. Auch schon länger bekannt. Es kümmert sich keiner drum. Niemand, ja. Ich glaube, in einem haben die 19 Kilogramm Plastikmüll gefunden oder so. Oder auch die Rochen, die durch die Weltmeere streifen mit ihrem Filtersystem, ja, die filtern alles auf, ja. Und was oben schwimmt, sind ja wirklich nur die größten Partikel und die kleinsten Partikel. Die gehen natürlich langsam, langsam runter und die nehmen die alle auf. Die sterben wie die Fliegen. Die sterben einfach wie die Fliegen weg. Und das noch in 5 oder 10 Jahren, ja, da kann ich mir aussuchen, wie die Erde dann aussieht. Das wird echt übel sein. Ist das lustig? Ja, die Robbe kämpft da mit so einem Halsband aus Plastik, ja. Ich finde sowas überhaupt nicht lustig, ja. Es reicht doch schon, dass wir die Tiere auffressen. Müssen wir sie dazu noch quälen und vergiften, ja? Und das sind ja nur die Tiere in den Weltmeeren. Und ey, das betrifft uns doch echt alle. Wirklich jeden einzelnen von uns. Dann dachte ich, vielleicht so eine Petition zu starten oder so, ne? Habe auch nachgeguckt, ich habe keine gefunden, aber ich denke, da wird schon welche geben, weil es gibt ja doch schon gute Organisationen, die sich darum kümmern. Aber mein Kanal ist einfach zu klein, um das zu erreichen, weil um ins Europäische Parlament zu gehen, muss man schon innerhalb eines Jahres 1 Million Unterschriften haben und dazu bin ich zu klein und
Daher halt mein Aufruf an Kanäle, die größer sind, etc. Macht selber mal ein Video oder verteilt das Video oder macht mal mobil wirklich Kanäle, die Millionen von Abonnenten haben. Das hat sonst kein Ende. Und naja, hat dann schon ein Ende, aber das Ende wird dann so übel aussehen. Und da wollt ihr eure Kinder nicht spielen lassen. Das wollt ihr nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Also, mein Statement, ich will das Video auch nicht zu lange machen, aber mein Statement ist ganz klar, keine Güter, egal welche Art, in Plastik kaufen. Einfach von jetzt an. Einfach was in Plastik ist, nicht mehr kaufen. Die Konzerne nehmen es sonst nicht wahr. Sie nehmen es nur wahr an ihren Absatzzahlen und ihre Umsatzzahlen. Und wenn sie dann sehen, dass nichts mehr gekauft wird, was überhaupt mit Plastik zu tun hat, nehmt euch selber etwas, nehmt einen Stoffbeutel, einen Papierkarton oder was auch immer und tut das Produkt da rein und reißt von mir aus dem Barcode ab und klebt ihn drauf. Wenn wir jetzt nicht anfangen, ein Zeichen zu setzen, ich würde sagen, in 10, 20 Jahren, da ist das Ding gelaufen. Und dann will hier keiner mehr leben. Wir müssen es einfach wirklich jetzt tun. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe darüber auch nicht so nachgedacht. Aber jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, das ist echt übel. Echt übel. Und ich kaufe nichts mehr, was in Plastik verpackt worden ist. Ende, suche ich mir ein anderes Produkt. Und damit kriegen wir die, sonst haben wir keine Chance. Die produzieren es immer weiter und weiter. Ich weiß, es gibt schon einige Konzerne, die wirklich darauf reagieren. Ich glaube auch Aldi macht keine Plastiktüten mehr und so. Ja, also das finde ich auch gut und so. Aber letztendlich sind wir es, die das entscheiden, zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und dadurch sind die halt von uns abhängig. Und wenn wir einfach zeigen, wir kaufen kein Plastik mehr, ich glaube, dann geht es unserer Welt viel, viel besser. Ja, das wollte ich euch dazu sagen. Wie gesagt, normalerweise sage ich es ja nie, aber ich würde mich freuen, wenn ihr in diesem Fall mal das Video teilt, ein bisschen aufmerksam macht. Muss auch gar nicht über mein Video sein, sondern einfach nur über das Thema und ein bisschen was darüber erzählt, weil es ist so langsam echt traurig, wie wir damit umgehen und da müssen wir uns, glaube ich, alle an die eigene Nase fassen. Naja, das war der Grund für mein Video, weil ich denke, dass es übel aussieht, wie ich zumindest gedacht habe. Ja. Freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich weiß, ich bin heute so ein bisschen emotional, aber das hat mich echt mitgerissen. Dass das so übel aussieht, habe ich einfach nicht gedacht. Und freue mich wie immer auf eure Kommentare. Bleibt mir gesund. Denkt an unsere Umwelt. Wir haben nur die eine. Egal ob rund, quadratisch, kugelförmig oder hohl, spielt keine Rolle. Wir sind hier. Wir bleiben erstmal hier. Und das sollten wir uns einfach bewahren. Ja, also macht's gut. Hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.